Die Stadt Rosenfeld liegt rund 80 Kilometer südlich von Stuttgart zwischen Schwäbischer Alb und Schwarzwald. Nähert man sich Rosenfeld, so erblickt man schon von weitem die Stadtkirche. Majestätisch auf einem Bergsporn gelegen, ragt sie in den Himmel empor. Das Bild der Altstadt wird von vielen schönen historischen Fachwerkhäusern geprägt. Nicht umsonst wird Rosenfeld die Perle des kleinen Heubergs genannt. Zur Gesamtstadt gehören neben Rosenfeld die Stadtteile Bickelsberg, Brittheim, Heiligenzimmern, Isingen, Leidringen und Tebingen. Insgesamt leben in Rosenfeld heute ca. 6.500 Menschen. Die erste urkundliche Erwähnung Rosenfelds fällt in das Jahr 1255, wobei die anderen Stadtteile wesentlich älter sind. Im Stadtteil Isingen ist schon von weitem die schöne, am sonnigen Hang gelegene und ortsprägende Martinskirche erkennbar. Ein fester Termin mit langjähriger Tradition ist das Reitturnier Isingen. Tebingen liegt im Südwesten des kleinen Heubergs. In einer Höhenlage von 578 bis 693 Meter genießt man einen herrlichen Ausblick. Die evangelische Karstanskirche bildet den Mittelpunkt des Dorfzentrums mit seinen altehrwürdigen großen Bauernhäusern. In traumhafter Lage im schönen Stunzachtal liegt Heiligenzimmern. Jedes Jahr lädt die Narrenzunft Harzklumpen Heiligenzimmern e.V. zum traditionellen Fasnitzumzug. Leidringen ist eine der ältesten Siedlungen des kleinen Heubergs. Der Stadtteil ist umgeben von imposanten Streuobstwiesen. Alljährliche Höhepunkte im Dorfgeschehen Leidringens sind die beiden traditionellen Krämermärkte im Mai und August. Bickelsberg liegt am Nordrand des kleinen Heubergs. Obwohl auch hier die Zahl derer, die ausschließlich von der Landwirtschaft leben, stark zurückgegangen ist, hat sich Bickelsberg eine ländliche und ruhige Idylle bewahrt, die das ganze Ortsbild mitprägt. Aus großer Entfernung erblickt das Auge schon den Wasserturm, das Wahrzeichen von Brittheim. Im Frühsommer laden die Feld- und Radwege in und um Brittheim zu entspannten Spaziergängen und erholsamen Radtouren ein. In diesem Stadtteil ist die Sternwarte Zollernalb zu Hause. Sie ist eine der modernsten Volkssternwarten in Europa. Astronomieinteressierte können bei Beobachtungen, Vorträgen und Seminaren die unendlichen Weiten des Weltraums erkunden. Ein besonderes Augenmerk richtet sich auf die Jugendarbeit. Überhaupt sind Kinder und Jugendliche in Rosenfeld sehr gut aufgehoben. In der Gesamtstadt gibt es 8 Kindertagesstätten, 3 Grundschulen, eine Haupt- und Werkrealschule und das Progymnasium. Die Stadtbücherei Rosenfeld bietet für alle Altersgruppen Bücher und andere Medien an. Sie bereichert mit vielen Veranstaltungen und Aktivitäten das kulturelle Angebot der Stadt. Weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt sind der Rosenmarkt am letzten Sonntag im Juni und der mittlerweile legendäre Klassiktag. Rosenfeld liegt verkehrsgünstig zwischen den Ballungszentren Mittlerer Neckar und Bodensee. Die Stadt ist seit langem Standort namhafter und auch weltweit exportierender Unternehmen. In den Unternehmen werden über 2000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze angeboten. Das Gemeindeleben ist stark geprägt von den unterschiedlichsten Aktivitäten der vielen Vereine und Gruppen. Getreu dem Motto „Wer rastet, der rostet“ bieten Rosenfeld und seine Stadtteile zahlreiche Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen. So engagieren sich die Sportvereine unter anderem in Fußball, Reiten, Tennis, Volleyball oder auch Bogenschießen. Im Freibad Rosenfeld, idyllisch im Tal gelegen, können Sonnenanbeter und Badenixen das angenehm temperierte Nass in vollen Zügen genießen. Zahlreiche Veranstaltungen und Märkte bieten das ganze Jahr über Abwechslung und Unterhaltung für Jung und Alt.